heute mal wieder. Ein Movie von mir. Ich hoffe, der Wind ist nicht so stark. Ansonsten befinden wir uns hier in Jomtchen. Falls euch meine Movies gefallen sollten, ihr immer wissen wollt, wann ich online gehe oder was auf dem Kanal passiert, am günstigsten ein Abo da lassen und danach auf die Glocke und dann habt ihr immer die neuesten Berichte und wisst, was auf dem Kanal abgeht. Also, wir befinden uns in Jomtchen Beach und zwar für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben. Es ist nur so, dass die Beach Road eine Einbahnstraße ist. Seit geraumer Zeit. Das heißt, wenn ihr kommt, könnt ihr Richtung Jomtchen fahren. Ich schalte mal rum. Also ihr seht es hier, also das ist was anderes, das hier wird gebaut, aber ansonsten ist sie nur noch in eine Richtung. Bei diesen Straßen müsst ihr immer sehen, hier ist auch nur nach oben, ihr seht es. Und ansonsten wird hier gerade wild gebaut, was ich euch zeigen wollte. Also es ist so, dass man die komplette Beach Road neu macht. Ihr seht es hier und zwar, ich zeige es euch gleich, das sollen an für sich, man macht die Bewässerung neu und dann macht man eigentlich hier so noch für Parkplätze, damit auch diese Fahrbahn zweispurig bleibt. Es ist so, es gibt hier ein paar Beschwerden, gerade von den Händlern, aber ich würde mal sagen, für mich ist es sehr günstig, die soll 5, für die meisten Leute, die hier hin müssen, die nur von der Beach Road aus reinzufahren. Ansonsten, also wie gesagt, ist es auch eine Einbahnstraße. Also, ihr seht es hier, hier wird mächtig gearbeitet. Wir zeigen es euch gleich nochmal. Was geht, ihr Chef? Machen wir ein Movie. Wo waren wir eben? Bei Muay Thai, ne? Haben wir schon mal geguckt wegen der Anmeldung. Also, hier haben wir die Bilder dazu. Ihr seht es, die Beach Road direkt wird neu gemacht, es wird da ein bisschen breiter gemacht. Das ist am Anfang von der Beach Road. Und hier sehen wir, wo wir die Tage schon mal waren, in der Nähe vom Russenmarkt. Dann seht ihr hier direkt die Einbuchtung, die jetzt so noch nicht sind. Der Strand wird natürlich auch verbreitert, das wisst ihr ja. Und wir gucken mal rum. Also wir sind hier für sich an der Anlegeanstelle. Ihr seht es hier, wir gehen mal runter. Hier werden die ganzen Boote und alles rausgeholt und das wird wahrscheinlich alles neu gemacht. Ansonsten haben wir es windig. Ihr seht hier hinten die zwei Boote, die sich jetzt gerade mit der Sandaufschüttung beschäftigen. So, ansonsten halten wir nochmal zur Beach Road rum. Ja, hier wird natürlich gearbeitet und deswegen ist an dem Strand am Stück natürlich nicht so viel los. Aber das soll uns alles nicht stören bei dem Sonnenuntergang. Es ist 18.19 Uhr. So, wir halten nochmal rum. Und ich würde sagen,
mit den Bildern gehen wir in die Pause. So, hier sind wir wieder. Wir sind jetzt beim zweiten Teil des Movies. Und zwar ist ziemlich weiter hinten in Chongqing eine riesengroße Freifläche. Also am Tag sind die Händler da. Ich zeige es euch gleich. Aber dadurch, dass der Strand verbreitert worden ist, ist es natürlich eine riesen Fläche jetzt. Es ist so, ich bin gestern Abend hier lang. Es ist Montag. Und ich bin Sonntagabend hier lang, um dieselbe Zeit ungefähr, und da war es brechend voll mit Volleyballspielen und. Ich zeige es euch mal. Ich gehe davon aus, dass die Stände zu haben, aber trotzdem ihre Liegestühle verbachen. Also ihr seht es ja schon, ist ganz schön was los, und wir schalten mal rum. So, ihr seht es hier, also... Es war gestern wenigstens dreimal so viel, und ihr seht hier auch die Strandverbreiterung, obwohl ich sagen muss, ich hätte jetzt an so viel Erfolg nicht unbedingt geglaubt. So, wir sehen es hier. Wir haben wieder Sonnenuntergang und ist ganz schön was los. Also man muss natürlich dazu erwähnen, dass gestern dreimal so viel los war, und wir gucken mal rum. Also wie gesagt, normalerweise ist es früher so gewesen, dass die Stühle weggeräumt werden. Aber ich denke mal, dass man die jetzt abends nochmal anmieten kann für denselben Preis. Und somit haben die Leute noch was verdient. Ja, was natürlich hier mal sehr traurig ist, ist die Strandabschnitte hier. Das ist so typisch Thailänder, alles liegen lassen. Wir Deutschen sind da doch schon ein bisschen anständiger und nehmen es mit. Ja, im Normalfall ist es eigentlich auch so gedacht, dass die Leute, die Strandbesitzer, diesen Streifen sauber halten müssen. Aber wahrscheinlich ist er jetzt so lang, so dass man das irgendwie anders regelt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. So. Also ihr seht hier, dass einige Strandbesitzer die Stühle vermieten und einige nicht. Hier der zu. Also es ist natürlich auch so, ich muss es mit dazu erwähnen, seit ein paar Jahren ist es in Thailand so, man will sich an europäische Gepflogenheiten gewöhnen und hat vor ein paar Jahren beschlossen, dass man einen freien Tag nehmen muss, jeder, der hier arbeitet. Im Schnitt ist es so, dass die Thais durchgearbeitet haben, 7 Tage. So, da man sich natürlich nicht einig ist, also es war meine ganze Zeit so, dass mittwochs immer der Strand zu war, ja, aber dann konnte ja keiner an den Strand gehen, und jetzt hat man es so geregelt, dass die Leute einen Tag in der Woche frei nehmen müssen, aber so, dass der Strandaufenthalt für die Touristen immer gewährleistet ist und immer was da ist. So. Hier sehen wir zum Beispiel auch typisch thailändisch. Es wird alles mitgebracht. Es gibt hier keine großen Bier oder große Cola. Und das Essen wird wahrscheinlich hier bestellt. Also man kann auch Essen und Trinken mitnehmen. Das ist in Thailand gar kein Problem. Ich würde sagen, ja, noch ein Werbeblock rein. Und dann gucken wir mal. Bis gleich.
Also hier sind wir wieder, die Strandverkäufer sind natürlich auch noch unterwegs. Das Mädchen verkauft auch ein paar Sachen. Aber nicht wundern, das ist hier ganz normal. Das machen die Kinder im Schnitt freiwillig. Auf Drängen der Eltern. Also man sieht auch hier, das ist so langsam, das erkenne ich gar nicht, dass man hier alles komplett, Stühle, Tische und alles mitnimmt. Er ist nicht der Einzige. Wir haben hier drüben noch, na, wo sind sie hin? Danach, und ich habe das gestern schon ein paar Mal gesehen. So. Ja, für die Kinder ist es natürlich sehr schön. Das Einzige, was bei mir immer so ein bisschen ist, sind die Strandverkäufer. Aber ist ja okay, jeder muss sein Geld verdienen. Und somit akzeptieren wir das eigentlich einfach nur. So, also, ihr seht, es wird alles schon ein bisschen, also es sind auch, man hat solche Stühle und dann noch die Liegen. Also es ist alles vorhanden. Ich glaube, die Liegen sind etwas teurer. Also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt es hier sehr, sehr gut mit dem neuen Strandabschnitt. Es ist viel, viel mehr los wie sonst. Aber man muss sich eben jetzt noch um den Dreck kümmern. Das ist eben immer ein bisschen sehr traurig. So. Also, meines Erachtens, man hat ja natürlich auch Wandschilder aufgestellt. Wir hatten ja auch noch Rettungstürme gebaut. So, dass der Strand eines Tages schön ist. Wunderschön kann er nicht werden, weil wir ja hier immer wieder das Problem mit dem Abwasser haben. Und somit das Wasser, wir können ja mal runtergehen. Hier haben wir wieder die Stühle. Und da kann man sich die hier auch anmieten. Also ist ganz schön was los im Wasser. Also ich kann euch nur eins sagen, es ist weitnein mehr los wie am Anfang von der Beach Road, wo alles noch am Bauen ist. So. Also ihr seht es ja, ich mache nochmal groß. Man muss natürlich auch dazu erwähnen, dass es momentan eigentlich Regenzeit ist. Aber es ist regnet. Es ist so heiß über den Tag. Es sind im Schatten zeitweise 40, 41 Grad. Und oh ja, was geht hier ab? Hundekämpfe? Nö, ne? Nur Revier. Revier abstecken. Also, dass hier eine Hitzewelle ist und es ist echt angenehm am Beach ist. Vor allen Dingen jetzt, wenn der Wind ein bisschen weht. Also, ich hoffe, der Wind ist nicht ganz so schlimm. Ja, was hat er denn? Wie bitte? Du willst Hundi streicheln? Ja, das lassen wir mal lieber, ne? Ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Hause, wa?
dann schneiden wir das Movie noch. Ansonsten wünsche ich mir allen Leuten viel Spaß in Thailand. Lasst euch nicht ärgern. Bleibt gesund. Guckt zahlreich und werdet alle glücklich. Bis die Tage, bye bye.